Guten Tag, liebe Kollegen, begrüße euch zur Pressekonferenz zur lang ersehnten und angekündigten und wenig überraschenden, inhaltlich zumindest, jetzt glaube ich, zumindest für jeden Beteiligten und Anwesenden. Ich übergebe gleich das Wort an Wolfgang Neubert, unseren Präsidenten, der unseren neuen Cheftrainer begrüßen wird. Wolfgang, bitte. Ja, erstmal herzlich willkommen alle miteinander hier in unserem Presseraum. Wir möchten heute offiziell unseren neuen Cheftrainer Vasile Miljuta vorstellen. Ich glaube, zu seiner Vita brauche ich jetzt nichts Ausführliches zu sagen. Es ist in den letzten Tagen schon viel über ihn geschrieben worden. Jeder von euch kennt ihn ja als einen herausragenden Fußballer beim FC Neue Cottbus in den Glanzzeiten des Vereins. Als besten Scorer der Bundesliga für den Verein damals hier in Cottbus. Es ist sicherlich auch bekannt, dass ein wichtiger Punkt für die Entscheidungsfindung unsererseits des Präsidiums in Abstimmung mit der sportlichen Leitung seine Vita gewesen ist. Er kennt den FC NL Cottbus aus der Vergangenheit heraus sehr genau. Er hat auch, obwohl er Jahre nicht zu Hause war, natürlich den Werdegang seines Vereins mitverfolgt. Er kennt die Strukturen im Verein, auch die in unserem Nachwuchsbereich. Und Vasile hat in der Zeit, als er nicht hier war, als Trainer erfolgreich gearbeitet in Ungarn und in Rumänien. Und wir sind froh, dass es ihm gelungen ist, aus seinem Vertrag in Rumänien zeitnah und sehr schnell herauszukommen, um hier nach Cottbus zu kommen und uns in einer sportlichen Situation, in der wir uns befinden, die ja sehr kritisch zu bezeichnen ist, auch zu helfen. Die Vertragsunterzeichnung ist am gestrigen Tag erfolgt. Gegen 15 Uhr haben wir also dann den Vertrag auch zertifiziert. Und er hatte ja am gestrigen Abend auch die Möglichkeit, gemeinsam mit uns allen die Mannschaft im Wettkampf zu sehen, und ich glaube, und ich betone das auch, leider feststellen müssen, welche Defizite bestehen im sportlichen Bereich, und wir haben ihm gegenüber das Vertrauen ausgesprochen und wir wissen auch, dass er dem gerecht werden wird, dass die Probleme, die momentan in einer Mannschaft oder in unserer Mannschaft bestehen, behoben werden können, und ich bin mir auch dessen sicher, dass er das mit all denen, die an dieser Mannschaft arbeiten, letztendlich auch bewerkstelligen wird. Ich möchte und ich betone das auch ausdrücklich, ich wünsche ihm alles Gute für seine Tätigkeit hier im Verein, gemeinsam mit allen, die an unserer ersten Mannschaft arbeiten, und ich drücke ihm gemeinsam mit allen Gremienmitgliedern die Daumen, dass wir wieder zurück in die sportliche Erfolgsspur gelangen können. Vielen Dank. Ja, danke Wolfgang Neubert. Ich weiß nicht, Razi, willst du gleich ein paar Worte zur Begrüßung sagen? Die meisten Kollegen kennst du ja noch, bevor wir in die Fragerunde einsteigen. Kenn ich fast alles, ja. Ich sag mal schönen guten Tag. Was kann ich sagen? Ich bin sehr froh, diese Chance zu bekommen sollen. Und die Verein, sage ich, ich habe schon gesagt, ich bin nach Hause gekommen, meiner Frau. Und zwei Tage hat gesagt, vergesse nicht, 15. September, glaube ich, 98 bist du nach Cottbus hingegangen, hast du große Karriere gemacht als Fußballer. Jetzt im September bist du als Cheftrainer zurück nach Cottbus. Ich hoffe, machst du auch eine große Karriere, natürlich, erst einmal in Cottbus als Trainer. Natürlich, ich will diese Chance nutzen. Ich will nicht nach 3 Monaten zurück nach Rumänien, sondern nach Ungarn. Ja, ich will hier bleiben, so lange gehen, weil ich liebe diesen Verein. Ich habe fast 10 Jahre in diesem Verein gearbeitet, als Spieler 5 Jahre, als Scout 2 Jahre, als Trainer bei U19 zweite Mannschaft 3 Jahre. Für mich war sehr gut, nach Rumänien zu gehen, und habe ich in erster Liga trainiert, sage ich, mit Erfolg. Wir haben Europacup gespielt. Und denke ich, mit dieser Erfahrung komme ich zurück, und zusammen mit
mit allen, mit, natürlich mit den Spielern, mit allen Leuten, Funktion, Präsident, Sportdirektor, Clubmanager. Wir müssen wie schnell wie möglich diese Mannschaft aus dieser Situation rauskommen und wie möglich ist in der Mitte der Tabelle oder noch vor. Aber es ist nicht so einfache Aufgabe, ich weiß das. Das ist meine Aufgabe, Start zu machen. Meine Spieler, sage ich so, oder unsere Spieler jetzt. Und ich hoffe, Samstag ist der erste Spielpunkt für mich. Machen wir eine gute Spiel und nach Hause mit Punkt oder Punkte von Magdeburg. Ja. Gut, es gibt sicherlich Fragen an Präsidium Jutta oder an den Präsidenten oder auch an den sportlichen Leitern, bitte ich um. Die Nutzung des Mikrofons liegt da bei Wolfgang, kannst du gleich mal einfach machen. Ja, Lanzi, Wolfgang Löbert hat gerade gesprochen, gestern Augenzeuge des Spiels. Du hast das komplette Spiel gesehen, du hast diese Niederlage erleben müssen. Und Wolfgang Neubert hat auch gesprochen, du hast auch die Defizite gesehen. Welche Defizite hast du denn ausgemacht? Besser, wenn ich behalte für mich diese Defizite, ja. Okay. Die Mannschaft hat nicht ein gutes Spiel gestern, aber sonst habe ich schon gesehen, in der zweiten Halbzeit gibt es Potenzial. Natürlich, ich weiß, was sage ich gestern schlechter gemacht und gut gemacht. Und noch einmal, ich will heute und morgen mit meinen Spielern gearbeitet, diese Schwache. Und natürlich, was haben wir das Beste noch besser zu machen. Aber ich will nicht sagen, was war schwach oder was war gut, das musste ich intern mit meinen Spielern zu reden. Gewöhnlich spreche ich in der Pressekonferenz alle Handelnden mit Sie an, aber da zwei Protagonisten da sind, die ich schon seit langem kenne, mache ich es mal per Du. Wolfgang, der Lazi ist sicherlich über alle Zweifel erhaben. Viele kennen ihn sehr gut, aber er hat Europacup jetzt mit Telekom Modrzej gespielt, aber er hat Holstein Kiel und Chemnitzer FC und Dynamo Dresden in den letzten Jahren nicht gesehen. Hast du da nicht Bedenken, dass ihm da die Erfahrung fehlt, was jetzt die unmittelbare Konkurrenz betrifft? Also wir haben ja im Verein nicht nur, was jetzt die Bewertung oder die Analyse von Gegnern anbetrifft, pflegen wir ja einen Stil der Zusammenarbeit, wo Personen da sind, die für den Verein tätig sind, die Aufgaben zu übernehmen haben. Und demzufolge haben wir natürlich auch einen Scout, der unsere Gegner beobachtet, beziehungsweise wir haben einen sportlichen Leiter, der Gegner beobachtet. Roland Wendschneider hat also Magdeburg in Vorbereitung auch auf das Spiel am kommenden Sonnabend analysiert, sodass ich hier keinerlei Bedenken habe, dass unsere Mannschaft nach Magdeburg fährt und mit unserem Vasile Miljuta als Cheftrainer und dort völlig, ich sage mal, unvorbereitet an diese Aufgabe herangeht. Das werden wir auch zukünftig so halten. Ich weiß aber auch von Lazi, dass er natürlich sich mit unserem Verein, er hat ja nie gebrochen mit dem Verein, er hat den Verein ja immer auch aus der Ferne verfolgt und ich denke, dass diese ganzen Dinge dahingehend auch zusammenfließen werden, dass wir zukünftig auf die Gegner gut vorbereitet sind, auch wenn er vielleicht manche Mannschaften aus der dritten Liga noch nicht live selbst gesehen hat. Er hat also andere Augen und Ohren, die ihm die Informationen geben werden, was die gegnerischen Mannschaften anbetrifft. Das ein oder andere Spiel kann man auch im Fernsehen, kann ich mich erinnern. Frage an Herrn Behnschneider, wenn man einen neuen Trainer verpflichtet, ist er damit auch immer eine Vorstellung davon verbunden, welche Art von Fußball man sehen will. Kurzfristig klar, soll die Trendwende her sportlich, was soll denn mittelfristig für einen Fußball unter Vasile Miljuta gespielt werden? Was ich beim ersten dazu noch sagen, wir haben den Kandidatenkreis ja sehr klein gehalten und haben uns dann letztendlich für Vasile Miljuta entschieden. Erstmal aus diesem Grund,
natürlich diese Energievergangenheit, weil ich glaube, oder wir glauben, dass neben Edegaard und Miyuta das Beste ist, was Energie jemals passiert ist. Und wir einfach hoffen, diese Faszination Miyuta jetzt wieder greift als Trainer. Hat jetzt gute Erfahrungen im Ausland gesammelt und der Junge ist heiß. Das hat man in den Gesprächen einfach gemerkt und ist herausgekommen. Und dementsprechend hoffen wir, dass wir diesen Erfolg wieder in die erste Mannschaft bekommen. Lazi, bis zum nächsten Punktspiel sind ja nur die beiden Tage noch Zeit. Es macht ja nicht viel Sinn, die Intensität und den Umfang zu verdoppeln, sondern was wird der Schwerpunkt sein in dieser kurzen Zeit? Mehr Gespräche oder mehr Zusehen und Training, um zu korrigieren und einzugreifen? Ja, wie du sagst, bin gerne wie Perlo. Die zwei Tage bis das nächste Spiel, ich muss ein bisschen, sage ich, oder mehr mental stark zu machen, meine Spieler, ja. Bei dieser Niederlage von gestern. Und einzelne Gespräche mit den Spielern in der vier Augen natürlich, auch heute, auch morgen. Mehr will ich nicht machen. Weil es sind zwei Tage bis der nächste Spiel und ich will nicht jetzt sagen, wir machen das. Es sind zwei, drei Dinge, wo ich will intern und in der vier Augen mit. Ja, nicht. Und natürlich vor der Mannschaft reden, was ich warte. Von den nächsten Spielern. Welche Taktik will ich spielen, das ist ganz anders. Ich habe schon in meinem Kopf, aber das wir wollen heute und morgen ein bisschen im Training. Arbeit. Ich schließe mal die Frage des Kollegen an vom Fußballerischen her. Was schwebt dir davor? In erster Linie natürlich erfolgsorientiert, ist klar, Punkte müssen her in der Situation. Aber welche Idee, welche Philosophie schwebt dir davor jetzt für Energie Cottbus? Erst ärgere mich, wenn ich bekomme Tore in das Spiel. Ich bin nicht keine Defensivtrainer, sage ich so, aber meine Mannschaft, aber egal wo ich war in den letzten zweieinhalb Jahren, wir haben so wenige Tore, vielleicht 11 Tore, 12 Tore pro Saison. Das ärgere ich mich, weil wenn ich sehe, unsere Mannschaft hat so viele Tore bis jetzt bekommen. Wir wissen alle, weniger Tore, mehr Punkte. Ja? Erst einmal stabil zu sein und nach andere Sachen zu machen. Weil schöner Fußball kann Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, wir müssen das Mal Punkte holen. Ja, eine Frage nochmal an den Präsidenten. Wolfgang, hast du in den letzten Tagen seit der Trennung von Stefan Krämer mal derart ungesund geschlafen oder geträumt, dass die Zeit mit Stefan Schmidt, die ja viele noch hier in Erinnerung haben, vor allem der Erfolg, dass das sich das unter deiner Ägide wiederholen könnte? Naja, über meinen Schlaf will ich jetzt mal nicht sprechen. Das interessiert euch wahrscheinlich gar nicht so richtig, aber wenn es euch interessiert, freue ich mich darüber. Dann macht euch auch ein bisschen Gedanken über den Präsidenten in so einem Verein. Aber ich würde das nicht miteinander vergleichen wollen. Also Stefan Schmidt und Stefan Krämer, das sind zwei völlig unterschiedliche Personen, auch in dem Auftreten, in der Zusammenarbeit. Und ich betone das hier nochmal ausdrücklich, dass uns die Trennung von Stefan Krämer nicht leicht gefallen ist. Wir haben es auch nicht leicht gemacht, weil es menschlich wirklich auch hervorragend geklappt hat. Aber mit Menschlichkeit holt man keine Punkte. Im Profifußball, und das ist nun mal ein knallharter Ergebnissport. Demzufolge hoffe ich, dass ich demnächst auch wieder gut schlafen werden kann. Vasile, bei deinen Stationen als Trainer gab es immer auch Schwierigkeiten, in Gjör zum Beispiel finanziell am Ende der Crash. Was kannst du mitnehmen aus den Stationen, die du bisher hattest als Trainer, und wie haben dich die Jahre geprägt dort? Ja. Wie du sagst, leiden unsere Länder, sage ich, in Rumänien, Ungarn, ja, gibt es immer finanzielle Probleme. Du weißt nicht, heute bis morgen was passiert. Und wie du sagst, du bist nicht nur Trainer da. Du musst mehr Sachen machen sollen. Ja? Jeden Tag hast du Schwierigkeiten mit
zum Beispiel mit dem Gehalt, der Spieler kriegt sein Gehalt einen Monat, zwei Monate, du musst starr machen, in der Tag, in der Woche der Spieler, am Ende wo muss Präsenz, ja, wir müssen also, ja, noch einmal, diese Mentalität, von Siegermentalität, was habe ich in dieser Verein, bringe ich auch, ich habe immer das gehabt und ich will auch hier, weil ich war immer ein Sieger und ich bin sicher, hier in Cottbus bringe ich diese Mentalität, diese Positivismus, ja, in welcher Sprache, diese Positiv, weil momentan, wie ich sehe, wir haben ein bisschen Probleme mentale, aber das kriegen wir, bin ich sicher. Über Defizite willst du nicht reden, die hast du hier gesehen, hast du ja zugegeben, die du bearbeiten möchtest. Wird es denn personell einiges umgestellt werden im Spiel gegen Magdeburg? Ich sage es nur mal ein Beispiel, rein aus meiner Sicht. Thorsten Matuschka hat in den letzten Wochen sehr oft auf der Bank gesessen, ist nur mal zu Kurzeinsätzen gekommen. Wäre das ein Spieler, wo du sagst, der muss einfach auf dem Platz, weil er einer der Leader ist der in der Mannschaft, oder ist das noch zu früh, um das zu beurteilen? Ist ein sehr guter Fußballer, ist einer vor uns hier, vor hier, ja. Hat auch gestern, denke ich, zweite Halbzeit gut gespielt, kommt gut rein. Er passt, aber auf welche Position will ich mit ihm spielen, lasse ich euch überraschen. Auch auf die Gefahr hin, dass manche Kollegen schon stöhnen, weil ich das seit zwei Jahren immer mal gerne thematisiere. Vielleicht, Lazi muss ja die Mannschaft erst richtig kennenlernen, stelle ich die Frage an Herrn Benschneider. Lazi hat es allerdings schon kurz gesagt, nicht schönen Fußball, sondern wieder die Rückkehr zum Erfolgreichen. Mir ist aufgefallen, dass Energie, dass Ihre Mannschaft seit Jahren und erst recht in den letzten zurückliegenden Monaten große Probleme in der Abwehr hat, in der geistigen Frische reagieren zu können. Das hat man wohl gestern auch wieder gesehen. Trotzdem ist unter den Trainern Schmidt, Bommer und alle, die danach folgten, kaum etwas dort verändert worden. Planen Sie dort etwas? Ist da etwas möglich oder sehen Sie das Problem nicht? Das hat der Berseli auch gerade gesagt, dass das auch sein Ansatz ist, ja, da erstmal die Defensive zu stabilisieren. Und deswegen war das auch ganz gut, dass er gestern das Spiel sich angeguckt hat und gute Erkenntnisse sammeln konnte. Wir haben heute schon mal zwei Stunden zusammengesessen und werden gleich im Training nochmal ein paar Sachen, dann auch speziell er mit den Jungs trainieren. Und ist ganz klar so, dass man einfach zurzeit zu viele Gegentore hat und daran, da wird der Ansatz liegen, daran zu arbeiten. Auch wenn man jetzt in so einer Pressekonferenz nicht zu oft zurückgucken sollte, aber Sie haben sich am Wochenende entschlossen, Frage an Herrn Neubert oder Herrn Menschneider, wer dann mag, Stefan Krämer sozusagen zu beurlauben. Erwartet man dann nicht, wenn man weiß, der Trainer ist entlassen, der Neue ist auf der Tribüne, man steht mit einem Fuß gestern vor dem Spieltag auf einem Abstiegsplatz, dass die Mannschaft dann eine Reaktion zeigt? Und dann sieht man eine erste Halbzeit, wo, glaube ich, zum ersten Mal seit Monaten manche Fans schon in der Halbzeitpause nach Hause gelaufen sind, obwohl es noch 0-1 stand. Hätten Sie sich persönlich mehr erwartet von dem Team auch, unabhängig jetzt von der Personalie Vasile? Ja, also absolut. Also wir waren genauso enttäuscht und so eine erste Halbzeit darf einfach nicht sein und darf auch nie wieder kommen. Aber die war nun mal gestern so und dementsprechend gab es dann auch in der Pause die entsprechenden Worte dazu. Und dann aus meiner Sicht haben wir dann eine bessere zweite Halbzeit gespielt, was aber eben auch nicht für den Sieg gereicht hat. Und da konnte man halt sehen, wenn man das ganze Spiel gesehen hat, dass es eben noch nicht reicht. Und das sind eben so die Ansätze, die wir jetzt verbessern müssen, ganz klar. Etwas zu den Personalien, das ist immer davon die Rede. Lazi ist hier, ist zurück. Verändert sich denn durch sein Kommen auch noch was am gesamten Funktionsteam? Will fragen, Co-Trainer, Konditionstrainer und so weiter? Oder ist einfach nur die Person Vasile Mihuta für Stefan Krämer? Und die zweite Frage vielleicht gleich hinterher. Es gibt ja nicht wenige Leute, die mit Lazis Heimkehr ein bisschen etwas verbinden, nämlich die Hoffnung, dass er vielleicht aus seinem Dunstkreis, ob in Rumänien, ob in Ungarn,
vielleicht den ein oder anderen Spieler noch ein bisschen ansaugen kann, um hier die Mannschaft noch ein bisschen aufzufrischen und auf Positionen, die sicherlich nicht bestens besetzt sind, zu ergänzen. Gibt es diese Möglichkeiten rein rechtlich oder muss man auf die Winterpause warten und eben ist das Funktionsteam weiter in Funktion, so wie es bisher war? Das Funktionsteam bleibt genauso bestehen wie bisher. Und arbeitslose Spieler kann man generell jetzt auch verpflichten. Ansonsten ist dann die zweite Transferperiode für Nachverpflichtung. Im Moment macht mir da meistens so unser übergroß gefülltes Lazarett. Und darum die Frage, wann verdammt nochmal kommen dann nun mal einzelne Spieler wieder? Sicher nicht alle am Block, das ist ja klar, jeder hat was anderes. Aber das macht mir riesengroße Sorge. Ich kenne, wir haben sowas zwei, dreimal im Verein schon gehabt. Immer wie Bertolt Brecht sagt, wenn die Not am größten ist, bei uns die Rettung nicht immer am nächsten. Dann haben wir nämlich besonders viele Verletzte. Aber, schweife ab, wie ist der Stand? Kommt denn nun bald jemand wieder zurück? Also wir haben heute Morgen natürlich auch mit der medizinischen Abteilung gesprochen. Und es ist natürlich nicht schön, dass zurzeit auf einmal so viele Jungs ausfallen. Wir hoffen, dass er vielleicht für Magdeburg mit Sven Michel wieder planen kann, dass der wieder zumindest einsatzfähig ist. Der Nestor Djengoe war gestern das erste Mal im Kader, muss man auch noch ein bisschen abwarten. Der Junge braucht noch Zeit, der war jetzt auch 4 Wochen raus. Ja, das sind eben die Widrigkeiten in so einer Saison. Andere Vereine haben das Glück, da nicht so von Verletzungspech betroffen zu sein. Bei uns ist es eben zurzeit so und da müssen wir mit leben und wir hoffen, dass das besser wird. Eine Frage an Basile noch. Du hast nach deiner Zeit als Profi einiges probiert. Du warst Scout, du warst auch Spielerberater eine Zeit lang, jetzt Trainer. Was gab für dich im Laufe der Jahre dann den Impuls zu sagen, Trainer ist das, was ich machen will und das, was ich machen kann? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ich habe alles probiert von Anfang an, wie du sagst, Scout. War nicht meine, was ich wollte unbedingt machen. Und nach, wo ich wohne, in Ungarn, in meinem kleinen Dorf, sage ich, ja. Weil es eine Mannschaft in der dritten Liga. Und diese Leute haben mich gefragt, einmal komm, Lazi, musst du ein bisschen uns helfen mit deiner Erfahrung. Und ich war dort, ich habe diese Mannschaft trainiert, 3-4 Tage pro Woche, habe ich dieses Gefühl gehabt, das ist das, was ich will, da zu sein, auf der Rasen, mit den Spielern. Und hat mir Spaß gemacht und habe ich gesagt, okay, auch heute, ich will Trainer sein, weil das ist, was ich will und was gefällt mir. Und habe ich meine Fußballlehre gemacht. Und macht mir riesen Spaß, denke ich. Jetzt, ohne Trainer zu sein, kann ich nicht leben, weil ist wie ein Druck, ja, sag ich, ist da, willst du da sein, früh bis Abend, Arbeit, Erfolg zu haben natürlich, gibt es schwarze Tage, ja, bestimmt auch hier, vielleicht, aber ich hoffe nicht Samstag oder nächste Woche vielleicht, und macht mir riesen Spaß, ja. Das. Lazi, mal was Erfreuliches in der Cottbuser momentanen Depression. Dein ehemaliger Trainer Ede Geier, der drückt dir die Daumen, dass du hier erfolgreich arbeiten kannst. Hast du vielleicht noch etwas in Erinnerung, was du aus der Arbeit mit ihm, du hast ja sehr lange unter ihm gespielt, was du mitnehmen kannst jetzt für deine Arbeit? 100%, das freue mich. Ich will ihn anrufen. Eduardo, aber immer Eduardo zu finden. Ich habe viel gelernt von Herr Geier. Ja. Der erste war die Disziplin, Seriosität, Respekt. Diese drei Sachen, ich habe von ihm gelernt und ich will. Und ich habe diese drei Sachen mit mir, egal wo ich war, Trainer. Weil ohne Disziplin, Arbeit, Respekt, schaffst du nicht. Egal wo, in welchem Beruf bist du oder was machst. Und diese drei Sachen will ich mit mir. Es ist immer schwer, sich selber zu beschreiben. Ein bisschen Einblick haben wir schon bekommen in die Arbeit, dass die Defensive da besser stehen soll. Aber so als Typ Trainer, wie, wie,
würdest du dich da beschreiben? Kann man das irgendwie vielleicht ein bisschen erklären oder eingrenzen oder versuchen? Als Tipptrainer, ja, doch einmal. Ich bin nicht als Spieler. Als Spieler war ich ganz anders, ja. Ich bin vielleicht, das Wort ist exigent, sage ich gut in der deutschen Sprache. Gerade, ja. Ich bin halt ein Trainer, wenn zum Beispiel ich komme um 8 Uhr Vormittag, muss alle hier sein. Wenn wir fahren nach Hause um 19 Uhr, muss alles fahren. Ja, diese Exigenz, ja, diese Disziplin noch einmal. Und wenn ich defensiv, ich war Kreativspieler, aber ich weiß, wie schwer ist, Tore zu machen. Ja, erstes Mal, wie ich habe gesagt, muss diese Stabilität, weil das fehlt momentan. Und nicht nur der Abwehr, Schulter, das ganze Mannschaft. Weil, wenn ich im defensiven Bereich stehe, die ganze Mannschaft muss nur, wenn, wie ein Block, wenn in Offensiv, ja, muss der ganze Block. Weil momentan habe ich mehr Spieler als Korbus im Internet. Und das leider hat nicht funktioniert, aber ich kann nicht sagen, er ist schuld oder der andere oder der andere. Wir sind alle schuld, wenn es funktioniert nicht. Aber als Trainer noch einmal, ich habe meine Philosophie. Ich will attraktiver Fußball spielen, aber das erste Mal mich interessiert jetzt in dieser Situation, wo wir sind in Abstiegskampf, Punktezone. Und auch, wenn du gewinnst, kommt der attraktive Fußball an. Aber erst einmal bin ich einer Trainer, der ich will keine Gegentore bekommen. Das ärgert mich. Also in den letzten, speziell in den letzten Wochen war immer auffällig, dass Energie nach vielen Standards Gegentore bekommen hat, Eckbälle, Freistöße. Das ist sicherlich ein Ansatzpunkt. Was kann man da machen? Ich meine, die Zuordnung wird ja von jedem Trainer vorher. Du gehst zu dem, du gehst zu dem. Und trotzdem passiert es immer wieder. Wenn ich gestern an das 1-2 denke, Ecke, Kopfballverlängerung, Tor. Was kann man da als Trainer tun? Wir haben schon mit Roland heute und mit der ganzen Stab über diese Sache gesprochen, ne? Dass ich will andere machen, ich will nicht sagen wie, aber wir wollen bei Standardsituationen, bei der, sage ich, Ecke, Freistoß, andere in Abwehrbereich zu stehen, ja? Wie gestern auch diese Ecke, ja, bei der zweiten Tor und plus erste Halbzeit war das zweite gefährliche Situation, Standardsituation. Ich will andere machen. Und das musst du wohl zu wohl im Training machen, diese Standardsituation. Weil wir haben auch große Leute, sage ich, in der Mannschaft, 4-5 Leute, und wir haben eine, sage ich, Torsten, also überragend, rechter Fuß, ja, er sieht sehr gut, dieser Freistoß, wir müssen auch gefährlich, offensiv mit, ja. Aber ich will andere machen bei der Standardsituation. Wir wollen ganz andere in unsere 60 stellen. Das Mikrofon nochmal weiter. Dankeschön. Eine kurze Frage an Herrn Blendschneider. Wird denn Thomas Hübner seinen Vertrag hier weiter erfüllen? Ist ja bekannt, dass er eine sehr große Affinität zum bisherigen Trainer hat in all den Jahren. Und die zweite Frage an den Präsidenten. Als Lazi spielte und damals zauberte, wusste er in seinem Hintergrund, solche Spieler wie Christian Beek oder Zanko Cvetanov, kann ich mir entsinnen, die Energietugenden von damals verkörperten, Kampfgeist und so. Jetzt sind, ich sage mal, junge Deutsche, eine ganz andere Generation, junge deutsche Spieler da, die möglicherweise ganz andere Vorstellungen von Fußball haben. Also zu Ihrer Frage, Thomas Hübner ist Bestandteil des Kaders und der Mannschaft von FC Energie Cottbus und hat bis 30.06. Vertrag. Was war jetzt die Frage eigentlich? Ob er jetzt demnächst gehen wird? Nee, das ist klar, aber die zweite Frage mit dem dahinter, Basile. Ja, ob der Präsident bei seiner Entscheidungsfindung und bei seinem Votum für Lazi auch das mit berücksichtigt hat, dass jetzt eine ganz andere Generation auch in der Mannschaft herangewachsen ist, die vielleicht nicht diese Primärtugenden von früher, wie sie Lazi noch kannte, hier in Cottbus in sich trägt. Na, er hat ja selbst gesagt, dass er als Spieler anders war als er als Trainer. Also sagen wir, das kann man ja selbst schlecht oder sollte man eigentlich nicht miteinander vergleichen. Und
Er hat ja auch viele Jahre bei uns hier im Nachwuchs war tätig gewesen, also er kennt schon den Umgang mit jungen Fußballern. Es ist ja nicht so, dass er immer, dass man sagt, Basile war früher ein super Fußballer, hat mit Typen da zusammengespielt, wie er das jetzt selbst, wie du das jetzt gesagt hast. Und jetzt hat er plötzlich junge Fußballer vor sich und mit denen er vielleicht nicht diesbezüglich umgehen kann. Das ist, also, Entschuldigung bitte, Bertha, das ist eigentlich völliger Quatsch. An der Stelle, er wird das machen. Und ich denke mal, dass in solchen Situationen, in der wir uns jetzt leider befinden, wird es auch ganz wichtig sein, dass sich wieder Typen in dieser Mannschaft ausbilden, die du auch jetzt unter anderem hier aus der Vergangenheit heraus genannt hast. Und das braucht diese Mannschaft. Und ich denke, die haben wir auch. Sie müssen bloß die Möglichkeit erhalten, sich auch als Typen zu entwickeln. Und da Lazi selber ein Typ war, weiß er auch, wie das geht. Basile, als du gespielt hast, war Energie in der zweiten Liga, dann in der Bundesliga, jetzt ist man im Keller der dritten Liga. Wie sehr tut das weh und wie viel Perspektive siehst du in dem Verein aktuell? Natürlich, wie du hast gesagt, tut mir weh, weil wir haben damals zweite Liga, erste Liga, Bundesliga gespielt und jetzt wir sind in einer schweren Situation, sage ich. Ja. Das ist die Wahrheit. Wir sind in dritter Liga momentan in Abstiegsplatz. Ja. Das ist die Wahrheit. Noch einmal, das Potenzial ist drin, der Verein tut alles für uns und wir müssen so schnell wie möglich zu tun das geben. Weil, noch einmal, ich will hungrige Leute sehen auf dem Platz. Kämpfen nur für sich selber, kämpfen für diesen Verein, weil dieser Verein für diese Region ist alles hier. Ja? Ich habe hier 10 Jahre gelebt. Ich weiß, ich kenne sehr gute Menschen von dieser Region. Was bedeutet diese Leute? Energie Cottbus. Wir können nicht so lassen. Wir müssen alles tun, dieser Verein, wie schnell wie möglich. Stabilisieren da. Perspektiven sind okay, weil noch einmal hast du alles hier, alle Konditionen. Weil ich habe von Norman Korte heute gesagt, vielleicht bringe einmal diese unsere Spieler nach Rumänien, zu sehen, wie die Plätze sind vor Training und andere. Und wie kämen die Leute für Barcola. Ja? Aber einmal, das ist einmal nur so. Ich vertraue meinen Spielern, bin ich sicher, zusammen mit mir und mit allen. Was wir sehen, hier sind und Arbeit. Wir machen wieder einen guten Job, bin ich sicher. Habt ihr denn in dem Zusammenhang, als es jetzt so ein quasi ein Neuanfang gibt mit einem neuen Trainer, auch die neuen Ziele besprochen? Ich erinnere mich, vor dem Saisonbeginn hieß es, wir waren im letzten Jahr Siebter gewesen, wir wollen uns verbessern, natürlich um 1, 2 oder mehr Plätze nach oben. Inzwischen ist die Situation dramatisch anders. Wie stellt sich denn jetzt so die Zielstellung dar? Was ist denn, oder was glaubt ihr, was noch drin ist? Ich will nicht jetzt von Nicht-Abstiegsprämien reden oder sowas, das wäre also wirklich fatal, ne, an dieser Stelle heute. Aber dennoch wird man sich ja irgendwie Gedanken machen und sagen, was ist denn überhaupt noch drin, auch jetzt unter den neuen Bedingungen mit dir, Lazi? Oder ist das kein Thema gewesen in Unterhaltungen vor seiner Verpflichtung? Ich sag, du kannst mich ergänzen, Roland. Also ich glaube, in der jetzigen Situation darüber zu sprechen, was ist noch drin, das ist erstmal völlig verpeilt. Also wir versuchen natürlich, 5 € ins Phrasenschwein von Spiel zu Spiel zu denken. Und was für uns das Wichtigste ist, dass wir wieder mal ein Spiel gewinnen. Was wir seit 8 Spieltagen nicht mehr erleben durften, diese Emotionen. Und insofern haben wir uns also über Ziele am Ende der Saison mit Vasile dort noch nicht eingehend abgestimmt. Natürlich sind wir ganz anders in die Serie reingegangen und es ist auch völlig normal, wenn man Platz 7 belegt, dass man dann sagt, mit Verstärkungen, die wir auch geholt haben, sicherlich haben wir auch Abgänge gehabt, die uns wehgetan haben, das muss man auch bedenken dabei, wollen wir das Saisonziel besser als Platz 7 orientieren. Aber das ist im Moment für uns kein Thema. Wir müssen jetzt erstmal aus diesem sportlichen Tief
herauskommen. Und ich sage es aus meiner Sicht auch nochmal, wenn man gesehen hat gestern in der zweiten Halbzeit, nachdem in der Halbzeit ein paar taktische Umstellungen gemacht worden sind, die Einstellung der Jungs stimmt. Die brauchen ein Erfolgserlebnis. Und wenn das Erfolgserlebnis ausbleibt, dann setzt sich das irgendwo im Kopf fest. Und das sind Themen, die uns momentan hier im Verein beschäftigen. Aber ich betone das nochmal mit seiner Erfahrung, mit dem, was er auch gezeigt hat, was er kann. Und mit all denen, die hier im Verein tätig sind, werden wir das schaffen. Aber momentan befinden wir uns im Abstiegskampf. Und da muss man eben, da kann man jetzt nicht von irgendwelchen anderen Rosinen träumen. Das wär ja völliger Blödsinn. Wir wollen noch eine letzte Frage zulassen, wenn wir zum Ende kommen. Ja. Gibt es einen Räuber? Der Präsident hat mir schon das Wort im Mund gelegt. Hat Energie überhaupt die Spieler für einen Abstiegskampf? Na, ich denke mal, zumindest kann ich auf die Frage so antworten. Wir wissen, was Energie falsch gemacht hat, als wir im Abstiegskampf der zweiten Liga uns befunden haben. Und einen Fehler sollte man eigentlich immer nur einmal machen und nicht wiederholen. Also Fehler sollte man nicht wiederholen und demzufolge hat ja Vasile auch darauf hingewiesen, worauf es in der nächsten Zeit ankommen wird, was man vielleicht in der Mannschaft, in der Einstellung, meine ich jetzt taktisch, worauf der Schwerpunkt erstmal gerichtet sein muss, also dass das Abwehrgefüge insgesamt in der Truppe gefestigt wird und dass auch jeder begreift, was Abstiegskampf letztendlich bedeutet. Und das Positive an der jetzigen Situation, die Mannschaft betreffend, ist, die Jungs, die auf Deutsch würde man sagen, die Jungs sind nicht versaut. Die haben also Charakter, die haben nicht irgendwelche anderen Flausen im Kopf, müssen richtig angepackt werden und dann werden wir auch wieder in die Erfolgsspur zurückkommen. Gut, dann eine noch, eine letzte. Matze, es wurde erst schon gesprochen von der Faszination wie der Jutta, so hat es Roland Belschneider genannt. Wie groß ist aus deiner Sicht das Risiko, sag ich mal, das persönliche Risiko, dass der Name Mirjuta, dieses Denkmal, am Ende, auf Deutsch gesagt, dann ein bisschen Schaden nimmt? Risiko ist überall groß, nicht nur hier, ja. Ich habe nicht eine Sekunde Gedanken machen, hierher zu kommen, nicht zu schaffen. Nicht eine Sekunde. Weil ich weiß, ich will es schaffen, 100%. Für das mag ich keinen Gedanken. Weil noch einmal haben wir eine gute Mannschaft, sind gute Spieler. Müssen wir ein bisschen noch andere machen. Und denke ich, wir haben wieder diese gute Linie. Ja? Mach mich meine Gedanken, wenn ich schaffe oder schaffe, ich bin sicher, ich schaffe. So, ich war immer als Team, als Fußball positiv und auch heute denke ich so. Aber natürlich Risiko, aber Risiko ist überall. Das Risiko war da. Ohne Risiko kannst du nicht leben. Ich glaube, nach der gestrigen ersten Halbzeit, als wir gemeinsam auf der Tribüne saßen, war ich froh, dass er 15 Uhr schon unterschrieben hat. Dürfen wir das zitieren? Ist ja in der Pressekonferenz gefallen, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich schlage vor, dass wir jetzt an der Stelle Schluss machen. Wir machen da unten auf dem Rasen sicherlich noch 2-3 Fotos, wenn ihr wünscht. Und möglicherweise braucht ihr auch noch einen O-Ton. Dann schließt euch bitte mal zusammen, dann raus, dass wir jetzt nicht noch 6 Mal anfangen. Ist ja beim Training. Das erste. Ja, das ist praktisch.